um mit all meinen Fans Sex zu haben, was ich sehr, sehr gerne hätte, fehlt mir, wie gesagt, die Zeit. Und deswegen habe ich gedacht, ich schicke einfach Püppi ins Rennen. Hallo, wir sind hier am Stand von Real Dolls 24 und neben mir, diese wundervolle Dame, ist eine der bekanntesten Pornosternchen Deutschlands, Lena Nitro. Zwischen uns steht Lena Nitro. Hallo, ihr zwei. Hallo, du einer. Dich gibt's jetzt tatsächlich auch als Real Doll, als echte, lebensechte Sexpuppe. Wie kam es überhaupt zu der Idee? Ja, mich gibt es jetzt als echte Sexpuppe und da bin ich auch ehrlich gesagt erstmal richtig stolz drauf, weil ich die, sage ich mal, zweite Darstellerin in ganz Deutschland bin, die das überhaupt hat. Also es gab zur damaligen Zeit Dolly Buster, die so eine Puppe hatte. Ja, und jetzt kannst du mit mir im Schlafzimmer knallen. Das ist auch der Gedanke dahinter. Viele schreiben mich an, können wir uns mal treffen? Ja, ich bin mit meinem Freund ab und zu mal Swinger, ich bin ja auch bei euch angemeldet und so. Gehe auch gerne mal in Swingerclub. Treffe mich auch so mal gerne, aber die Zeit bleibt einfach aus. Und um mit all meinen Fans Sex zu haben, was ich sehr, sehr gerne hätte, fehlt mir, wie gesagt, die Zeit. Und deswegen habe ich gedacht, ich schicke einfach Püppi ins Rennen und die kann mir da ein bisschen helfen. Wie genau läuft so eine Vermessung ab? Also die Vermessung dauert schon wirklich sehr, sehr lange. Wir haben das bei mir tatsächlich auf der Dachterrasse gemacht, an einem schönen Sommertag. Und das hat auch wirklich mehrere Stunden gebraucht. Es wird wirklich jeder Zentimeter vermessen, also jetzt nicht nur Umfang, sondern auch, ne, es muss ja auch die Größe stimmen, das Gewicht und es muss ja, die Puppe soll ja wirklich so echt sein, wie es geht. Rein hypothetisch, ich würde jetzt mit der Puppe Lena Nitro schlafen und danach mit der echten Lena Nitro. Bei wem würde ich heftiger kommen und warum? Also ich glaube, das ist ein bisschen, oder ich glaube nicht, sondern ich weiß, dass es daran liegt, auf was man steht. Mag man eher jemanden, der so ein bisschen mitmacht im Bett oder mag man halt jemand lieber wie Püppi? Die einfach hinhält, ne? Und ich bin halt der mitmacht und Püppi hält halt einfach hin. Apropos hinhalten, die liebe Püppi muss jetzt für tausende Männer deutschlandweit hinhalten, die perfekte Fantasie von Lena Nitro im Bett leben. Macht dich das stolz oder ist das auch irgendwie ein bisschen seltsam? Also ich finde das überhaupt nicht seltsam. Ich stehe dazu, ich bin nicht ganz normal, das habe ich immer schon gesagt und mich kickt diese Fantasie auch an. Ich finde das toll, dass die Männer mir sagen können, ey, ich habe mit dir eine geile Nummer geschoben und ey, warum nicht? Geil. Sehr schön. Wenn du die Wahl hättest, dir selber eine Sexpuppe ins Zimmer zu legen von einem Prominenten, wer wäre das? Das darf ich hier nicht sagen, weil der ist verheiratet. Aber wenn ich eine Sexpuppe haben könnte, dann würde ich mir sofort eine von Sido machen lassen. Okay, wow. Ja. Dann vielen lieben Dank und ja, wir verabschieden uns mit Lena Nitro und Lena Nitro. Joy Club, lebe deine Lust.